wie man Joomla testen kann und wie man sich an so Bugfixings beteiligen kann. Kurz zu mir, also ich heiße Marco Schautz und arbeite bei einem internationalen Hersteller für Sonnenschutzsysteme. Also wir stellen Markisen her und ich kümmere mich dort um die Websites und um die Landingpages und um das Marketing und verstärkt auch um das Online-Marketing. Selber bin ich jetzt bei Joomla seit 2009. Also mit 2009 habe ich auch angefangen, mir HTML, CSS und ein bisschen PHP beizubringen. Bin eigentlich also mit dem Beginn des Websites-Programmieren bin ich gleich direkt zu Joomla gekommen und habe auch von Anbeginn an eigene Templates erstellt. Ich habe eigentlich, also alle meine Websites haben von mir erstellte Templates, nur das von der Jux-Seite, das ist noch das Protostar, einfach weil wir da zu faul waren oder aus Geschwindigkeitsgründen da noch kein eigenes erstellt haben. Und als ich mit Joomla angefangen habe, das war die 1.5er Version, da gab es noch keine vernünftigen Formulare. Man musste da, also ich hatte damals dann Breezing Forms eingebunden und dann hatte ich da mal so einen Bot drauf, der hat dann immer Formulare automatisch ausgefüllt und da habe ich nichts Richtiges gefunden und Breezing Forms war damals recht überlastet. Dann habe ich angefangen, mir eigene Formulare zu bauen und habe dann auch so Mini-Tools gebaut. Und beschäftige mich nebenbei noch ein bisschen mit SEO und mit SEA. Und in Augsburg bin ich auch Mitglied der User Group, der Joomla User Group. Und wenn ihr jemanden kennt, der in der Nähe von Augsburg wohnt und Lust hat, da zu uns zu kommen, dann würde mich freuen. Wir sind momentan zu zweit, das ist schon seit einem Jahr. Und immer wieder mal kommt noch ein Dritter hinzu, aber darüber hinaus haben wir es noch nicht geschafft, also wir könnten uns über Zustrom, würden wir uns freuen. So privat kümmere mich noch um die PA, also ich bin so der Kabelträger von meiner Frau, die ist eine Flamenco-Tänzerin und wir machen da immer Shows und da baue ich dann die PA auf. So gut, jetzt gehen wir zum Joomla. Warum soll man Joomla testen? Also die wichtigste Antwort ist eigentlich, dass man durchs Testen kann man eine ganze Menge lernen und dadurch, dass man natürlich viel von Joomla kennenlernt, kennt man sich letztendlich in Joomla auch besser aus. Also man kann damit sehr viel profitieren, auch für sein eigenes Know-how und auch wie man sich in Joomla dann bewegen kann. Joomla kann jeder testen, also ich selber bin auch kein Entwickler. Und man muss jetzt nicht PHP oder sowas kennen. Man kann einfach aufgrund der Beschreibungen und der Anleitungen kann man diese Patches installieren und kann schauen, macht dieser Patch das, was eigentlich beheben soll, ohne dass man großartig was kann, also dass man großartig programmieren kann. Gell? Und im Prinzip ist es, was wir eigentlich der Community zurückgeben können. Also die Community, die baut uns da eine tolle Software. Joomla finde ich eine richtig klasse Software. Und alle Entwickler und die gesamte Community arbeitet da umsonst. Und so denke ich, ist das eigentlich ein guter Input, den wir zurückgeben können. So, was braucht man zum Testen? Man braucht im Prinzip eine lokale Serverumgebung. Oder Entwicklungsumgebung, also im Prinzip reicht es eine Serverumgebung, das heißt, man braucht einen Webserver, man braucht eine Datenbank, eine MySQL-Datenbank für Joomla und dann PHP, die Voraussetzung für das aktuelle Joomla 3.4.4 ist mindestens 5.4 und wer es die Voraussetzungen, die technische Anforderungen an Joomla sind, die seht ihr hier über diesen Link. Und dann braucht man noch den Patch-Tester, das ist eine Komponente, die man sich in Joomla installieren kann und dann braucht man noch einen GitHub-Account. Eine lokale Serverumgebung, da nehme ich jetzt XAMPP, da ist alles dabei, das ist total einfach, man installiert das einfach und hat alles drauf.
So, hier gibt es die Quellen, wo man was finden kann. Die Folien stelle ich als Download zur Verfügung, dann habt ihr die Quellen auch. Also XAMPP findet man bei Apache, Joomla ist klar. Und den Patch-Tester, den kriegt man über GitHub und den GitHub-Account dann noch. So, wie geht man vor? Also man kann Patches auch online testen, davon rate ich allerdings ab. Ja, ich werde jetzt nachher dann das online testen, aber ich teste da nur Patches, die gar nichts ausmachen, weil ich die Verbindung von dem Lokalen hier in diesem Netz irgendwie nicht draufkriege. Und dann sollte man sich eine Joomla-Testversion installieren und ich empfehle es hier sehr, dass man auf einer sogenannten Spielwiese testet, weil beim Testen kann einfach immer irgendwas passieren und es sollte dann nicht auf realen Seiten sein. Man kann da natürlich auch sich einen Clone erstellen, also wenn man eine installierte Version hat, dann macht man sich ein Backup und installiert das Backup auf ein anderes Verzeichnis drauf, legt eine eigene Datenbank an und installiert das Ganze in einer eigenen Umgebung. Man kann auch seine Installationen oder die Erweiterung oder Templates oder Ähnliches kann man natürlich auch mittesten. Oder man kann, wenn man jetzt, so wie ich das eigentlich immer vorschlage, dass man Joomla bietet hier auch diese Testversion an. Man sieht das hier in diesem Screenshot da, dass man kann man Beispieldateien installieren und hier unten kann man sogar so eine Testversion installieren. Das ist eigentlich auch ganz gut. So, an für sich wollte ich jetzt loslegen auf meiner lokalen Installation. Das hat jetzt nicht funktioniert, deswegen mache ich es jetzt live. Das hier ist jetzt unsere Joomla User Group Seite und auf der teste ich jetzt eigentlich, also man sollte es nicht tun, live zu testen, ja. Diese Patches, die ich jetzt hier zeige, habe ich mir schon alle angeschaut und ich weiß, dass bei diesen Patches nichts, wirklich gar nichts passiert. Ja. Das sind ganz einfache Patches, die ich hier vorstelle. Und von daher traue ich mir das jetzt zu. Aber ansonsten wirklich nicht machen. Normalerweise soll man das lokal machen, auf einer lokalen Seite. Wo habe ich die? Habe ich jetzt hier. Hier habe ich die vorbereitet und das ist auch mit dieser Testumgebung. Also da werden die ganzen verschiedenen Module vorgestellt. Hier wird vorgestellt, was so alles möglich ist, dass man hier in dieser Frontend-Ansicht zeigen kann. Und das ist eigentlich ganz, ganz gut, ganz sinnvoll, was man da so dann damit machen kann. Also da auch da lernt man Joomla ganz gut kennen. So, jetzt das hier ist bereits der Patch-Tester. Das zeige ich euch einfach, also man geht hier über die Verwaltung und dann installiert man hier dann diesen Patch-Tester rein und den Patch-Tester kriegt man über den GitHub-Link und das ist auch, wie ihr hier seht, eine ganz normale Komponente und ich kann es jetzt einfach nochmal drüber installieren und dann findet man hier in der Komponente findet man dann diesen Patch-Tester. Dann muss man hier über dieses Feld Optionen reingehen und legt sich hier seinen Joomla-Account, GitHub-Account an. Dieses Joomla, also den GitHub-Benutzer ist Joomla und die Repository, auf das sich der Patch-Tester dann bezieht, also woher er dann diese Patches reinzieht, läuft unter Joomla-CMS. Das habe ich in der Regel schon voreingetragen. Also wenn ihr den Patch-Tester installiert, dann sind diese zwei Merkmale schon eingetragen. Hier euren GitHub-Account, also da über GitHub geht man geschwind hin und legt sich einen Account an. Ich logge mich geschwind aus. Hier über SignUp trägt man sich dann den Account ein und dann ist es auch gut.
Hier kann man das dann auch eintragen. Diesen GitHub-Token, den braucht man dann, wenn man die über GitHub diesen Zwei-Wege-Faktor-Authentification macht, Two-Factor-Authentification, dann muss man sich hier einen Token holen und den dann hier noch eintragen. So, und dann ruft man hier diese Daten ab. Auf Englisch heißt es Fetch Data und hier in dieser Live-Umgebung habe ich das deutsche Sprachpaket drauf, deswegen heißt es Daten abrufen. So, jetzt habe ich also alle Patches drin und dann kann man sich hier die verschiedenen Patches anschauen über diesen Issue Tracker dann. Und hier geht man auf dieses auf das Joomla Issue Tracker dann. Und ich habe jetzt also einfach irgendwo draufgeklickt und bin dann darüber gekommen. Dann kann man hier auf diesen Tracker drücken. Und dann wäre das ganz sinnvoll, wenn man sich dann hier den Status, sage ich immer, pending, also das sind die, auf die man bereits wartet, die sollen also getestet werden. Und dann kann man hier noch auswählen, ob die noch verschiedene Tests brauchen, wie viele Tests das sie brauchen. Man kann hier einstellen, ob das sehr leichte Patches sein sollen oder kann es auch freilassen und kann sich hier noch viele verschiedene Kategorien aussuchen. Also wenn man jetzt hier speziell für zum Beispiel die Benutzerebene was haben möchte oder für die Microsoft Server, fürs Frontend und so weiter. Und hier kann man sich noch unterschiedliche Labels auswählen. Also das ist dann hier für das User Experience und so weiter, also oder Dokumentation oder Ready-Dokument oder nur fürs Coding. Also kann man recht viel auswählen. Auch hier kann man noch eine Auswahl treffen. Okay, dann schauen wir uns mal so einen Patch an. Ich habe jetzt hier mal diese Patches vorbereitet. Und gebe den mal hier jetzt ganz gezielt ein. Und hier wird dann dieser Patch beschrieben. Hier wird jetzt, also da war es bei diesem Patch, jetzt geht es jetzt darum, dass im Juli, also jetzt im Juli, kamen in diesen Google Webmaster Tools, jetzt heißt es ja Google Search Console, kamen ein paar Infos dann rein, auch bei mir, dass hier der Google-Bot die CSS und die JavaScript-Files nicht lesen kann. Und wenn das der Fall ist, dann wird man schlechter gerankt. Ja, also das ist dann eigentlich was Schlechtes. Und hier gab es eine Anleitung, wie man das Ganze fixen kann. Schauen wir mal, ob wir drauf kommen. Nämlich ganz einfach, indem man, wo ist sie? Indem man einfach hier dem Userbot erlaubt, auf die CSS, auf die JavaScript-Files und auf die CSS-Files zuzugreifen. In der robots.txt muss dann dieser Eintrag drin sein. Und dieser Patch hier, der macht das. Man sollte sich auch noch hier die ganzen Kommentare durchlesen. Und wenn man das tut, dann findet man hier noch den Hinweis, dass es hier dass die robots.txt dist modifiziert wird. So, und das machen wir dann mal. Also jetzt testen wir hier diesen Patch. Und da ich jetzt leider online bin, muss ich jetzt, das war das Falsche, muss ich mir hier anschauen, also ich bin jetzt hier auf dieser Yook-Installation drauf, live auf dem Server und habe hier diese robots.txt-dist und die ziehe ich mir jetzt einfach schön drüber. So, das war's dann schon. Und schaue sie mir dann hier an in Notepad und wir sehen, hier ist jetzt also kein Hinweis für den Googlebot, dass er die JavaScript-Files lesen darf. So, und jetzt installiere ich den Patch, indem ich einfach hier auf den Patch anbringen oder Englisch Patch Apply Patch draufklicke. Jetzt ist er installiert und jetzt müsste auch diese robots.txt-dist modifiziert sein. Und hier sehen wir auch schon das Datum hier, 18.09., hat sich jetzt verändert. Jetzt schmeiße ich die mal schön raus.
und ziehe sie neu rüber. Das hat nicht geklappt. Der Mod setzt natürlich. Genau, und da ist es auch. Also hier sehen wir jetzt, diese Modifikation hat es funktioniert. Die Robots.txt wurde umgeschrieben, so wie erwartet. Somit hat der Test funktioniert. Und das Ganze teilen wir jetzt hier mit. Hier sehen wir, dieser Test wurde noch gar nicht aktiviert. Ich logge mich noch geschwind in GitHub ein, dass wir das auch committen können. So, und jetzt kann ich sagen, okay, ich habe, also hier ist diese, mit diesem Thema da bin ich bewandert, ich finde es jetzt sehr wichtig. Der Test war jetzt hier erfolgreich und dann kann ich hier noch reinschreiben, womit ich das getestet habe. Das war jetzt sogar live, aber den Server weiß ich jetzt nicht. Also eigentlich müsste ich jetzt meine Umgebung reinschreiben. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt die Umgebung hier nicht auswendig drin. Das weiß ich nur noch, dass es Joomla 3.4.4 war. Und eigentlich sollten wir jetzt schauen, welche Datenbank das noch ist und welcher Server das ist. Ja, dann wäre es ganz korrekt gemacht. Jetzt schreibe ich eben nur rein, dass es bei Joomla 3.4 war. Und und teile das mit. So, jetzt habe ich hier einen Patch getestet und habe das dem mitgeteilt, dass hier ein Test erfolgreich verlaufen ist. Kurze Frage. Aber also, was jetzt erfolgreich verlaufen ist, war ja nur die Eintragung in die HTTPS-Datei. Richtig. Und war das die Aufgabe oder war das die Aufgabe, zu sagen, kann der Google-Bot jetzt drüber gehen? Das war also, genau, also völlig richtige Frage, ja. Natürlich ist jetzt mit der robots.txt.dist passiert noch gar nichts, ja, das liest Google jetzt nicht, ja, weil ich muss nämlich erst das .dist muss ich rausnehmen und die robots.txt tatsächlich überschreiben, ja, ansonsten funktioniert es ja nicht, das ist völlig richtig. Aber die Aufgabe hier bei diesem Patch war nicht, dass wir die robots.txt jetzt auch aktivieren, sollten wir natürlich machen, ganz klar, ja, und dieser Patch hier, also, oder dieser Test hier ist dafür da, dass das künftig in den Core wandert. Und das heißt dann, bei der nächsten Version ist es dann, wenn das erfolgreich getestet wird, wandert es mit rein und die Robots.txt wird dann automatisch mit diesem Vermerk für den Google-Bot wird die dann ausgestattet. Ja, aber ist richtig, ja, danke. So, dann habe ich noch einen zweiten Patch vorbereitet. Den fand ich jetzt auch noch ganz schön. Ich glaube, das war der hier. Genau hier. So, da geht es jetzt um den Color Picker. Und hier haben wir eine sehr schöne Beschreibung, eine sehr schöne Fehlerbeschreibung oder Testbeschreibung. Also es geht jetzt darum, dass hier dieser Color Picker, den man da installieren kann, da funktioniert diese Dropdown-Liste nicht richtig. So schaut der Color Picker vor dem Test aus. Und so soll es ausschauen nach dem Test. Und hier ist die Beschreibung, sehr schön. Einfach, man soll hier dieses Feld in eine XML-Datei einfügen, zum Beispiel also in eine XML-Datei von einer Erweiterung oder auch in ein Template. Und dann kann man das sehen, wie das so ist. Ja. Jetzt nehme ich einfach dieses Feld hier und baue das dann in meine Template XML rein. So, jetzt bin ich ja live, dann muss man das schön anders machen.
Die ziehe ich jetzt schön drüber und so, das ist jetzt diese Templates XML und dann habe ich hier in den Settings, kann ich jetzt hier nochmal so einen Color Picker einbauen. Hier haben, sehen wir schon, hier haben wir auch schon mal einen Color Picker, das ist aber ein anderer. Das zeige ich euch gleich. So, und ich mache das hier auch schön ordentlich, dass man das schön sieht dann. So, also das hier ist jetzt ein, das fügt jetzt in unserem Template im Backend einen Color Picker ein und hier haben wir hier diesen einfachen Color Picker und der stellt uns dann im Template einen. Und dann wechseln wir rein. Hier, ich habe den Protostar genommen und hier im erweiterten Bereich müsste jetzt eigentlich der Color Picker drin sein. Protostar Template XML. Warum ist er jetzt nicht drin? Ah, okay. So, hier ist jetzt also drin und wir sehen jetzt, haben wir hier eine Dropdown-Liste, die nicht richtig funktioniert. So, und jetzt gehen wir über den Patch-Tester und das ist jetzt der alte mit diesem CSS-File, den nehme ich jetzt wieder raus und gebe hier noch geschwind den das ist jetzt dieser Patcher mit dem Color Picker. Den installiere ich jetzt. Und gehe dann in das Template rüber. Und sehe hier, der funktioniert jetzt richtig. Ja, also, das hat so funktioniert. Und dann kann ich. Also normalerweise macht man das dann mal so. Hier über den Patch-Tester gehe ich in den Issue-Tracker rein und kann dann sagen, okay, also hier habe ich Erfahrung, ob das wichtig ist, der ist jetzt für mich jetzt nicht besonders wichtig, erfolgreich und dann kann ich gleich submitten. Kann ich es gleich abschicken. So, jetzt haben wir im Prinzip zwei Patches getestet und haben gesehen, das sind jetzt eigentlich keine großen
technischen Kenntnisse, die man jetzt hier braucht, und wir können somit das mitteilen und diese Patches können dann, also wenn jetzt hier die Anzahl der Tests erfolgreich getestet wurde und die Community dann sagt, okay, das passt, dann wandern diese Patches dann in Core mit rein und künftig hat man dann, funktionieren dann diese Codes dann. Okay, gehen wir nochmal schön durch. So, also nochmal zusammenfassend, was muss man machen? Man installiert den Patch-Tester, zieht die Daten rein, ruft über den Issue-Tracker, ruft man dann diese Fehler auf und schaut sie sich an. Über die Search-Tools kann man sich das dann einstellen auf wartend oder pending. Dann kann man sich einen Patch raussuchen über diese Testbeschreibungen, zieht sich die Nummer und über diese Nummer kann man dann den Patch installieren. Also prüft vorher nochmal, ist die Situation so wie beschrieben, installiert den Patch, ist das eingetreten, was man testen sollte und reportet es dann. So, der Report ist so, also sollte prinzipiell jeder Test sollte reported werden, auch wenn ein Test nicht erfolgreich ist, sollte das reported werden. Ja, genau, gerade dann, ja. Aber auch die Erfolgreichen sollten auch reported werden, damit die Leute damit es dann durchgewunken werden kann. Man sollte dann noch eintragen, wie wichtig das dieser Patch ist für einen, ob man Erfahrungen bereits hat und dann mit welchem System, dass man das getestet hat. Und auch welche Joomla-Version das da drin war und das war es im Prinzip. So, den Foliensatz hier für die Quellen dann oder diese ganzen Links, die könnt ihr runterladen. Ich habe da schön was ganz Minimales aufgesetzt und da könnt ihr es dann runterladen über markoschautz.de/joomla-tester.pdf oder ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, mail@markoschautz.de. So, der nächste, ganz wichtig, der nächste Pizza Bug and Fun, das ist also so ein toller Event, den der David immer organisiert und das läuft, das ist so ein richtiges Patch-Testing über die Community und das ganz Tolle daran ist, dass die Community hier Pizzas bezahlt an alle Tester und in der Regel wird es organisiert über die User Groups, also wir, die Augsburger User Groups sind auch dabei und ich glaube ganz, ganz viele in Deutschland verteilt. Das Ganze ist, man ist dann über den Google Hangout ist man verbunden und man trifft sich da lokal, also wir treffen uns in Augsburg da und dann sind wir 2, 3, vielleicht 4 Leute. Manche sind gar 10 Leute oder was weiß ich wie viel und das ist natürlich dann schon cool und da kann man dann so ein richtige Patches rangehen und kann dann sich dann unterstützen, wie ist es gemeint und man kann sich da dann helfen und kann dann ganz viele Patches auch testen, ja, und das ist für die Community, ist es halt echt ganz gut und also ich selber liebe diese Events, ich finde das richtig klasse, selbst wenn man dann größere Probleme hat, kann man auch über den David oder über die anderen Leute Kontakt aufnehmen und dann kriegt man Info, ja, mach dies und mach jenes. Also es macht richtig, mir macht es richtig Spaß und wenn ihr mitmacht, ich könnte mir vorstellen, dass es euch auch Spaß macht und ihr werdet sehen, dass man über Joomla da recht viel kennenlernen kann. So, das war's von meiner Seite. Wenn dann noch Fragen sind, dann stehe ich gerne zur Verfügung. Ansonsten sind viele Leute auch hier da, die euch helfen können. Patch-Tester, den kriegt ihr hier über die github.com/joomla-extensions/patch-tester/releases. Da müsst ihr eigentlich auf den GitHub-Account draufkommen. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Ich glaube, es ist einfacher, wenn du dich bei GitHub anmeldest und dann nach Joomla suchst da drin, bevor du jetzt einen Kilometer da drin eingibst. Genau, also das hier ist er. Hier ist ja, der Patch-Tester. Ja, das suchen, genau, Joomla Patch Tester. Dein Link ist in Leerzeichen hinter einem Bindestrich drin, deswegen. In meinem Link ist ein Leerzeichen. Hinter dem Joomla, zwischen Joomla Minus und Extensions. Das ist kein Servo hoch.
Das ist ein Umbruch, ja, das ist kein Leerzeichen. Ja, aber ich habe es komplett kopiert und nochmal im Leerzeichen, deswegen habe ich es hier nicht. Du hast es kopiert? Oh nee. Das war schon online mit dir. Ja gut. Okay, also falls, ja okay, dann muss ich nochmal, dann schaue ich dir nochmal. Danke für den Hinweis. Ja. Okay, dann vielen Dank.